Sony. Und ein abgerauchtes Mikro. PlayStation 2. Wir nehmen Deutsch. Warum? Weil mein Französisch nicht so gut ist. Scheint ein bisschen laut zu sein. Moment, ich mache mal ein bisschen leiser hier am Fernseher. So. Warnung, Serious Sam speichert automatisch das spätere Einlegen einer Memory Card, PS2, kann zum Überschreiben der Daten führen. Drücken Sie X, um fortzufahren. Von 2004. Gott, ist das alt. Mann. Global Star Software. Climax. Crow Team, wer sonst? Bumm. Ja, und damit herzlich willkommen zum nächsten Serious Sam. Diesmal die PlayStation 2. Serious Sam Next Encounter. Wie man hier sehen kann. Wir haben ja schon ganz viele auf dem Computer gespielt. Ich habe irgendwann mal entdeckt, es gibt noch welche für andere Konsolen. Und es ist immer noch sehr, sehr laut. Augenblick. Was ist denn das so laut? Dios mio. Und deswegen, machen wir auch noch die anderen Konsolen. So, Optionen. Nee, online ist das. Moment, Optionen. So, Soundlautstärke. Machen wir mal so. Olé! Musik mal hier so. Sprache hoch. Automatisches Speichern an. Blut jede Menge, natürlich. Bildschirmmodus normal. Nein, wir nehmen Breitbild. Weil, wie ihr jetzt vielleicht seht, ne? Ich schalte nochmal zurück. Achtet mal auf die Bombe und achtet mal auf das Zurück unten. Ist es jetzt ein Kreis? Oder jetzt? Jetzt ist es ein Kreis. Und vor allem achtet mal, was ihr rechts und links, also was ihr links an Platz neben der Bombe oben seht. Seht ihr jetzt mehr? Oder jetzt? Man sieht jetzt mehr. Also nehmen wir logischerweise Breitbild, damit das nicht so verzerrt ist. So, Profileinstellungen. Das hatte ich eigentlich gestern alles eingestellt und irgendwie hat er sich das nicht gemerkt. Sauerei. Einzelspieler. Ja, wir nehmen den guten Sam. Natürlich, wen sonst? Bist du sicher? Nein. Stimmt, irgendwas hatte ich hier noch. Irgendwie gab es gestern noch eine Möglichkeit hier die Steuerung einzustellen. Egal. Level, das alte Rom. Gibt's hier keinen Story Mode? Also hier kann man noch Big Baby nehmen, ne? Ich kann ja mal alle durchscrollen hier. Schön dunkel, ne? Was? Susan Darko? Die aus Donnie Darko? Okay, wir können hier nichts anderes wählen, also, ja.
Dieses Bild. Also ich habe es jetzt schon schwer, hier was zu erkennen, aber ich vermute mal, nach der YouTube-Kompression wird es noch schlechter zu erkennen sein. Also es ist ein sehr ja, zerzauster Sam mit roten Augen und sehr durchwuschelten Haaren. So, wir nehmen aber einfach, weil hier soll es nicht darum gehen. Spielstand erstellen, die Memory Card, Steckplatz 1 enthält keine Serious Sam Spielstand. Wollen Sie einen erstellen? Ja. Weil das soll hier ein Let's Play und kein Let's Fail werden. Sorry to call you at such short notice, Stone, but there's been a disturbance. Disturbance? In the space-time flux. We need you to investigate right away. Where am I going? Ancient Rome. All right. Beam me up. Ah, oh Gott. Spielereinstellung, Steuerungseinstellung, ja genau, danke. Blickstil Standard, Positional, nein. Umgekehrter Blick, um Gottes Willen, nein. Sonstige Einstellung? Rütteln will ich nicht. Das ist das, was ich vorhin gestern gefunden hatte. Waffenrad, Pause. Genau, also man kann sagen, dass wenn man eine Waffe auswählt, ob dann das Spiel weitergehen soll im Hintergrund oder ob es anhalten soll. Anhalten ist natürlich schöner. So. Gott. Serious Sam auf dem Controller ist ja echt ein Krampf. Super Combo, Amoklauf. Ups. Ah. L2 ist springen. Okay. Senator Sirius Villa. Das tut mir leid, Sam. Das Zeitschloss hatte eine Fehlfunktion und dein Bestimmungsort wurde vertauscht. Wir müssen zurück ins Kolosseum und diesmal sind wir auf alles gefasst, was sie auf dich werfen.
hieß es die Villa des Senators Cicero, einem sehr situierten römischen Adligen. Meine Scans zeigen einen Ausgang an der Rückseite des Gebäudes an, durch den du hinaus auf die Straße nach Rom gelangen müsstest. Hier wird sich dir nur ein geringer Widerstand bieten, aber sei trotzdem auf der Hut. Vergiss nicht, du hast die Lizenz, um Serious Gewalt anzuwenden. Aw, oh, take me back. I want to play with the cool gun some more. Uah. Ah, Gott, das ist viel zu schnell hier. Steuerungseinstellung. Ja, much better. Ups. Häng ich irgendwo fest? Ach, Tourist ist es ja nicht. Ach, die fühlen sich ja denn Dinger hier gar nicht auf, die automatisch die Health. Stimmt, das gibt's ja nur bei Tourists. Das ist ein Gamepad. Fühlt sich einfach nur falsch an. Double the gun, double the fun, baby. Checkpoint. Wo ist so viel Gang hier? Roar yourself! Okay, das Digipad hat keine... ...hat keine Funktion. Ah, das ist das Waffenrad. A1 ist Waffenrad. Ah, eine Twisker. Das ist das Dreieck. Kamikaze, Marinesoldat. Mentels ließ hingerichtete syrianische Soldaten wiederbeleben, um seiner Armee hirnloser Drohnen zu dienen. Diejenigen, deren Kopf beschädigt worden war, taugten nicht als Soldaten. Deshalb machte er aus ihnen wandelnde Bomben. Um sämtliche Spuren von Hirnmasse zu beseitigen, wurden die Kamikaze-Marinesoldaten enthauptet und ihre Hände durch große Bomben ersetzt. Der Marinesoldat ist darauf programmiert, schnurgerade auf einen Gegner loszulaufen und die Bomben zu aktivieren, sobald er nahe genug ist, um größtmöglichen Schaden anzurichten. Daten. Metabolismus, Cyberzombie, Wahrnehmung, gefühllos, ferngesteuert. Durchhaltevermögen sehr gering, Größe 1,80, Waffen, Handgranaten, Bedrohung mittelgroß, Punkte 100. Senator Ah hier. Dumm.
Der Dum-Dum ist ein bösartiger, aber simple Kreatur, die sich auf ihrem Heimatplaneten beinahe selbst ausgerottet hat, weil sie alle andere Lebensformen aufgefressen und damit ihre Nahrung vernichtet hatte. Mendel benutzte sie als billigen Nachschub für seine Streitkräfte und in den meisten Fällen stellen diese scharfzahnigen Biester keine Gefahr für Sam dar. Sie greifen an, indem sie mit Höchstgeschwindigkeit auf einen Feind zulaufen und ihn dort beißen, wo er nicht durch die Panzerung geschützt ist, und so tiefe Wunden herbeiführen. Lass dich nicht von einer Gruppe Dum-Dums umzingeln, denn so sind viele leichtsinnige Soldaten ums Leben gekommen. Daten: Metabolismus, Kaltblüter, reptilienartig, Wahrnehmung, wildes Tier, Durchhaltevermögen gering, Größe 90 cm, Waffen, Rasiermesser, scharfe Zähne, Bedrohung, mittelgroß bis gering, Punkte 50. Legionärsameise. Okay. Ach, das waren die Viecher. Beeindruckt von der strengen hierarchischen Ordnung der Ameisen und der alten römischen Armeen kombinierte Mendel die beiden, um eine Armee von bedingungslosen treuen Fußsoldaten zu produzieren. Das Ergebnis ist ein nur humanisierter Ameisenlegionär, der so lange in verschiedenen taktischen Formationen angreift, bis der Anführer tot ist. Daten: Metabolismus, genetischer Hybrid, Wahrnehmung, Ameisen in Legionärsaufmachung, Durchhaltevermögen gering, Größe 1,50, Waffen, Energie, Speer, Bedrohung gering, Punkte 100. Enthaupteter Sir Knallkörper. Mendel ließ hingerichtete syrianische Soldaten wiederbeleben und seine Armee in hunderte Drohnen unterteilen. Der Knallkörper ist ein dummer, kopfloser Zombie und einer der Hauptfußsoldaten von Mendels Streitkräften. Er trägt eine leichte Mehrschuss-Raketenwaffe in der Hand, die in schneller Schussreihenfolge in weiteren 5 Bögen abschießen kann. Daten: Metabolismus, Cyberzombie, Wahrnehmung gefühllos, ferngesteuert, Durchhaltevermögen sehr gering, Größe 1,80, Waffen, magischer Raketenwerfer, Bedrohung gering, Punkte 100. Enthaupteter syrianischer Bomber. Der Bomber ist ein dummer, kopfloser Zombie, einer der Hauptfußsoldaten von Mendels Streitkräften. Er trägt einen kleinen, leichten Raketenwerfer in der Hand und stellt in großer Anzahl eine wirkliche Gefahr dar. Daten: Metabolismus, Cyberzombie, Wahrnehmung gefühllos, ferngesteuert, Durchhaltvermögen sehr gering, Größe 1,80, Waffe, magischer Raketenwerfer, Bedrohung sehr gering, Punkte 50. So, Schofield Desert Hawk. Munition, das ist zu schnell. 50 AE, Schussfolge, Einzelschüsse, manuelles Nachladen. Die Schofield Desert Hawk ist eine großkalibrige Pistole, die ganz schön zuschlagen kann. Sie ist zuverlässig stabil und kann eine 6 Meter große gepanzerte Tötungsmaschine fällen. Aha. Jede Schofield Desert Hawk verfügt über Schofield-Funktion für unbegrenzte Munition, sodass kein Held jemals unverhofft ohne Munition dasteht. Zusätzliche Infos: Magazine können jederzeit durch das Drücken von Viereck nachgeladen werden. Desert Hawk Waffen können in einer Hand bedient werden, sodass der Benutzer Sirius Klasse 2 Pistolen gleichzeitig benutzen können und doppelte Feuerkraft haben. So, und das hatten wir schon und mehr ist nicht. Okay, also das ist Nachladen. Was ist Kreis? Nix. Was ist X? Auch nix. Okay, dann brauchen wir nicht sehr viele Tasten hier. Serious Schwierigkeitsgrad wäre jetzt wahrscheinlich längst gestorben. Kann man hier noch irgendwas einsammeln? Kann ich hierher kommen? Nee, wirklich. Moment, dann ist die Tür aufgegangen. Augenblick. Ich gehe nochmal kurz nach oben hier. Achso, geht nicht. Okay. So, warte mal. Was war Waffenrad? Hier.
Die Schrotbüchse hebe ich mal noch ein bisschen auf hier. Wo kommt ihr denn her? Achso, ihr könnt ja fliegen. Tweedledumdum. Der Dumdum ist ein ausgerottet, der aufgefressen hat, der vernichtet hat. Wenn du benutzt einen billigen Nachschub für seine Streitkräfte, den weißen Fan stellt, dieser schafft seine gewiss keine Gewahrung. Fliegende Vari. Ah, diese fliegende Variante mit Beanie-Hut und Propeller für bessere Flugmanöver trifft man oft in Form von Schwadronen für kleinere Gefechte an. Doppelläufige Schrotflinte. Munition Kaliber 12 Patronen. Schussfolge Doppelschuss. Pump-Action nachladen. Mit ihren Hochdurchschlaggeschossen ist diese doppelläufige Schrotflinte ein wichtiger Teil der Ausrüstung eines Actionhelden. Auf kurzer Distanz macht sie aus jedem feindlichen Alien Schweizer Käse. So, das hatten wir. Das hatten wir auch. Jo. Kann ich nicht mal richtig durch die Tür gehen. Bonecracker. So, Bonecracker PLA-Kettensäge, Munition, Treibstoff aus kalter Fusion, Schussfolge, Dauerfeuer. Der Bonecracker ist eine enorm starke Kampfkettensäge, die selbst den größten Feind innerhalb von Sekunden in Scheiben schneiden kann. Mit einem 5000 PS Motor, der auf kalter Fusion basiert und einem eingebauten Diamant-Matrix-10 zerschlägt sie den Rumpf eines Schlachtschiffs in der Zeit, die eine normale Kettensäge für einen Baum braucht. Nett. So, lass mich raten. Nee, Quatsch hier. Soll ich da runterhüpfen? Sollen wir nochmal runterspringen? Checkpoint.
Also auf der Konsole spielt sich Serious Sam echt ein bisschen scheiße. Muss man einfach mal so sagen. Ja, mein Jammer ist jetzt auf sehr hohem Niveau. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur nicht gewöhnt bin, irgendwelche 3D-Shooter auf Konsolen zu zocken. Aber trotzdem. Ja, hier ist Auto-Aim an. Das braucht man auch. Was haben wir hier? Nix. Okay. Moment. Nee. Ups, na, scheiße. Wir haben Post. Aha. Mauertor, die Türen vor dir führen dich aus dem Grundstück, jedoch nicht direkt. Dieser Pfennigfuchser von Senator hat ein Mauttor eingerichtet. Um dorthin durchzulangen, musst du auch beiden Mautanlagen an den Seiten des Tores füttern. Cicero war reich. Hier müsste also noch etwas Geld herumliegen, was Mendels Diener noch nicht geplündert haben. Versuch mal in den Ställen und in dem Obstgarten. Dachte ich mir. Also der Waffensound klingt ja richtig scheiße. So, wer ist das? Schweinberserker. Meine Streitkräfte entführten diesen Gladiator, die besten Söldner Roms. Was?
Mentels Streitkräfte entführten diesen Gladiatoren, die besten Söldner Roms, von der Erde und panzerten ihnen und pflanzten ihnen Schweinegene ein. So erschufen sie einen mächtigen und aggressiven Kämpfer, der für den instinktiven Kampf trainiert wurde. Diese hässlichen Biester verfolgen ihre Gegner rücksichtslos und mit ihrem übergroßen Schwertarm können sie so große Breitschwerter benutzen, dass sie einen Gegner der Länge nach halbieren können. Daten, Metabolismus, genetischer Hybrid, Wahrnehmung, schweinsköpfiger, menschlicher Hybrid, Durchhaltevermögen, mittelgroß, Größe 2,40 Meter, Waffen, riesiges Schwert, Bedrohung, mittelgroß, Punkte 500. Enthauptet das Sir Bomberman, Mantles hingerichtete Syrianer Soldaten, seine Armee in loser Drohne, blablabla, Fußsoldaten von Mantles Streitkräften, er trägt eine Menge aufblasbare Handgranaten, die er einigermaßen akkurat werfen kann. Pass auf, Bombermänner explodieren, wenn sie getötet werden. Daten, Metabolismus, Cyberzombie, Wahrnehmung, gefühllos, ferngesteuert, Durchhaltevermögen sehr gering, Größe 1,80, Waffen, Handgranaten, Bedrohung mittelgroß, Punkte 100. Schofields Uzi-Pistolen, Munition 9mm, Schussfolge 800 Schuss pro Minute. Schofields Uzi-Pistolen sind eine Sturmwaffe mit einer hohen Schussfrequenz. Die patentierte Streutechnologie macht das reihenweise umnieden von scheußlichen Aliens so einfach wie Rasenmähen. Zusätzliche Infos: Wenn die Uzi mit speziell Aufprallmunition geladen ist, prallen die Kugel von der Oberfläche ab und es entsteht ein tödliches Kugelhagelnetz. Diese Munition ist am besten für kleine bis mittelgroße Räume geeignet. Zum Wechseln zwischen Abprall- und normaler Munition drücke einfach Viereck. Uzi-Pistolen können mit einer Hand bedient werden, sodass Benutzer der Series Klasse 2 Pistolen gleichzeitig benutzen können, um doppelte Feuerkraft zu haben. So, ich weiß, dass ich auch noch die Schrotflinte habe, aber die hebe ich mir mal auf. Nee. Also ist eine Pflanze, kein Gegner. Such a big arm. Ah. Ich bleibe dabei, man sollte keine 3D-Shooter mit Controller spielen. I wonder what this is worth in dollars. So, jetzt können wir die nochmal ein bisschen einsammeln wieder. So, hier ist nichts mehr. Gut.
Levelpunktezahl. 16 Minuten, 2 Abschüsse, 197, Geheimnisse 0. Ach, hier gibt's Geheimnisse. 8 Minuten, Mittel, okay, ich bin etwas langsamer gewesen. In leicht keine Medaillen bekommen. Gut, Spiel fortsetzen, machen wir auch. Aber erst im nächsten Video. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bis gleich.